machen wir uns heute auch auf den Weg in Richtung Somnambal, denn dort ist der Bett Schmidt, der uns das Bett schmiedern will, das Ultibett. Das kolossale, tolle, traumhafte Ultibett, mit dem wir dann irgendwann vielleicht, wenn wir Glück haben, dann die Welt retten werden. Nebenbei, ich möchte da rein und nicht mit Jesse sprechen. Danke schön, dass das möglich war. Wo will ich hin eigentlich? Ja, ich will zum Pilzwaldpark, weil dann komme ich wenigstens irgendwie in die Nähe von dem Somnambald. Wobei ich glaube, ich bin hier definitiv total falsch. Ungefähr falsch, viel zu viel falsch, ich weiß nicht. Ich suche ein Wort aus. Es gibt viel zu viele Wörter, die das beschreiben. So. Repariert Herr Blöckler eigentlich irgendwann mal das hier auch wieder? Ich meine, gut, das bewässert die Blumen zwar immer noch, aber repariert er das irgendwann auch immer? Ich meine, das steht halt jetzt da rum und macht irgendwie nichts, aber... Ich meine nur, ein guter Parkverwalter würde das reparieren, aber wir wissen ja alle, Herr Blöckler ist ein sehr guter Parkverwalter. Vielleicht hat er einfach nur gerade keine Zeit dafür. Ich schätze, das würde das Problem sein. Herr Blöckler würde nie das machen, was... Ja, eben was Schlechtes machen. So, aber irgendwann kann ich mir jetzt mal hier wieder Items kaufen, was ich sehr gut finde. Ich würde ganz gerne erstmal mich voll heilen. Keine Ahnung, ob das nötig war. Und dann würde ich gerne wieder ein paar Sachen kaufen. Ultrapilze habe ich 11, das brauche ich definitiv nicht. So, Superpilze. Wie wäre es mit 2 Stück? Normale Pilze kann man 6 kaufen. Noch einen. Dann Supernüsse kann man noch 6 kaufen. Da wir jetzt wieder eine Weile lang in der Wachwelt rumlaufen, brauchen wir vor allem wieder Supernüsse, würde ich sagen. Dann Sirupe können auch nicht schaden. Dann auch Super-Sirupe, da brauchen wir definitiv noch einige wieder. So, und ein Abpilz. Na, die werden wir nicht so definitiv viel brauchen. Na, das war dann nicht schon, was ich großartig brauchen könnte. Na, ne, Ultra-Sirup habe ich auch noch welche. Ne, ich denke, mehr brauche ich hier wirklich nicht. Das war's schon, mehr will ich gar nicht von dir. Ich könnte mir zwar noch die Ausrüstung anschauen, die du hast eventuell, aber ich denke, das war's eigentlich soweit dann. Aber dennoch, ich mach's trotzdem, weil ich schaue mir die Ausrüstung an. So, die Brummi-Stiefel. Ja, ne, die Brummi und die Brummis. Ah, die Brummis sind am Werke, ne? Die einzigartigen Stiefel hatten, glaube ich, keinen besonderen Effekt, also kann ich die auch einfach anziehen. Oh, mein Geld macht das sogar mal ausnahmsweise mit, weil ich eigentlich wirklich wenig ausgegeben habe in letzter Zeit. So, es gibt nur die Stahlhose. Mal gucken, was macht denn die? Die hält man Verteidigung, er senkt aber die Bruderpunkte und die Geschwindigkeit. Ob ich das wirklich will? Na, bei 12 ist es mir nicht wirklich wert. Maximale KP steigt um 30%. Das ist nicht allzu hammerhart toll. BP am Reif, achso. Ne, ich glaube, sonst will ich hier wirklich nichts mehr haben. So, verkaufen wir mal ein bisschen ein paar Sachen hier. So, die Münzstiefel. Ja, nee, das ist gut. Einzigartige Stiefel wollen wir zweimal verkaufen. Dann die Wanderstiefel. Na, warte, das wollte ich nicht verkaufen. Die einzigartige Hammer, so, die wollte ich verkaufen. Was haben wir noch? Wir haben noch den Glashammer, den kann ich nicht gebrauchen, zerbricht. Der Bonushammer und der Geburtstagshammer. Hä? Na, das waren die, genau, die behalte ich hier mal. Goldhose. Die Bonushose. Geburtstagshose. Ja, das sind so Sachen, die brauche ich alle noch eventuell. Ich habe hier nebenbei was erhalten. Und zwar paar Münzhandschuhe plus erhöhen. Bei Sieg durch paar Attacken die Zahl erhalten, dann müssen 40%. Das hört sich verschuldet an, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das niemals benutzen werde. Das hier schon eher. Wobei. Nee, aber werde ich eh nie benutzen. Verkaufe es einfach. Bring verbrauchte BP zurück, wenn ein paar Attacken nicht exzellent war. Nee, brauche ich nicht. So, Bewegung ein bisschen ordentlich, dass nach Attacken schneller auffüllt. Werde ich auch nie benutzen, ich kenne mich. Angriff an, steigt um 20%, das eventuell schon eher. Wobei, warte, ich hätte einen Angriffsschal, werde ich nicht brauchen. Ja, erhöht Angriff wieder, wenn du, wenn du durch Gegner Schaden erleidest, das ist auch eventuell hilfreich. Wenn du Pilze isst, hä? Na, nee, werde ich niemals benutzen, ich kenne mich. So, das gibt einfach nur Geld. Ja, den Rest kann man mal lassen. Ja, lassen wir das mal den Rest so einfach. Ich muss bestimmt kurz mal wieder voll kaufen für den Fall, dass ich wieder zu starken und schweren Bossen komme. Von was man eigentlich ausgehen kann in Zukunft wieder, weil wir jetzt langsam in die Nähe von Bosskämpfen wieder. Nein, wir kommen jetzt in ein neues Areal. Das wird wieder eine Weile lang gehen und ich werde nichts kaufen können währenddessen. Also sollte ich mir einfach Zeug kaufen.
damit ich dann in dem Areal was anfangen kann und nicht irgendwie dann überrascht werde und sterbe. Also gut, auf in den sonnigen Wald. Darauf wollte ich schon, wegen der Musik vor allem. Oh ja, die Musik. Lausch der Musik. Ich habe euch lang erwartet. Jetzt wird es langsam wirklich ernst. Der beste Ort zum Bau des Ultibats befindet sich hier, genau hier. Wartet hier. Ich muss mich konzentrieren, in meinem Innersten suchen. Das hier kommt hier und dann kommt das nach hier. Aha. Oh, welche Tragödie. Der Schalter liegt zu hoch. Was tun? Ich komme da nicht dran. Findet ihr wohl einen Weg, den Schalter da zu betätigen? Ich habe eine Idee, was ich da machen kann. Sehr schön. Und ihr seht da vorne schon Gegner lauern. Wahnsinn, irre. Ich bin total begeistert. Kommt, hier entlang. Folgt mir. Oh Gott, Bienen? Oh nein, die Bienen! Wie ich Bienen nicht leiden kann. Hm? Da oben muss ich anscheinend hin. Das ist auch ein Speicherblock normal. Na egal, reden wir zuerst. Da sind wir. Jetzt gebt mir die 5 Teile, die für das Ultimate benötigt werden. Schon eine ganze Menge. Faszinierend. So eine Menge Zeug hierher zu tragen, war das nicht unglaublich schwer? Endlich mal einer, der das auffällt. Wie die das einfach alles tragen können. Sehr gut. Ich muss allein sein, während ich die Bett beobachtet hier. Ich mache keine Witze, auch nicht kurz reinschauen, klar. Um das Ultibett zu bauen, benötige ich absolute Konzentration. Wenn man mir dabei zuschaut, will mich das nur ablenken. Und er kommt nochmal raus. Anscheinend kommt er doch nicht raus. Was macht er da? Wo ist das Bett vor allem? Und fertig, das Bett ist gemacht. Ah, da ist es hier. Sieht interessant aus. Du erhältst das Ultibett. Traumhaft. Endlich haben wir das Ultibett. Ob die das in der Schule damals in den Kissenland da beigebracht haben, bekommen, immer traumhaft zu sagen? Bereit darauf zu schlafen und der Pennente zu begegnen? Exzellent, dann machen wir uns den Weg zu ihr. Stopp. Ihr wollt das Bett verwenden, um die Pennente zu finden? Hier wird das nicht funktionieren. Ihr müsst einen Ort im Wald finden, an dem die Kraft eurer Träume wachsen können. Ach, Luigi. Ein Ort im Wald, der die Kraft von Träumen verstärkt. Der Tempel der Kisse. Dort wird die Kraft der Träume stärker sein als irgendwo im Wald. Stimmt, der Tempel der Kisse sollte diesem Zweck sehr gut dienen. Mario, Luigi. Durchsucht den Wald. Findet den Tempel der Kisse. Wenn wir dort das Ultimate einsetzen und in die Traumwelt reisen, dann werden wir auch die Pennehenne finden. Das spüre ich ganz deutlich. Alles klar. Das heißt, zahlreiche Fallen verhindern das Eintreten in den Tempel. Euer Weg wird beschwerlich sein. Euer Bett Schmidt glaubt fest an euren Erfolg. Okay. Auf geht's. Durch den Wald. Ich bin ja mal gespannt, was wir in diesem Wald alles vorfinden werden. Die Sache ist halt die, wir sind hier halt in einem Wald. Und Wälder haben oft in vielen Videospielen an sich, dass sie ein Labyrinth sind. Das kann so viel heißen, dass wir entweder jetzt hier ein tolles, riesiges Labyrinth vor uns haben. Oder einfach einen ganz normalen Wald. Weil, wisst halt, die Sache ist, ihr Garten sind halt, wie es der Name schon verrät, halt normalerweise Gärten. Und da bietet sich so ein Wald schon mal gern an, ein Irrgarten zu sein. Und vor allem, dieser Sumpf sieht nicht sehr gut aus. Der sieht irgendwie elektrisiert aus. Was ist hier passiert? Hat hier ein Blitz eingeschlagen oder was? Ach Gott. Kreativ waren sie definitiv, was hier... Naja, sie waren definitiv kreativ, was das hier angeht.
So. Und denk dran, mit B geht's runter. Komme ich dahinter? Na, das brauche ich nicht testen. Erstmal hier hin lang gehen. Ist hier irgendwas zum Holen? Ein Block. Achso, dann muss ich später nicht mehr außen rumlaufen. Verstehe schon. Aber ich schätze, ich sollte doch erst einmal da hochgehen, weil da scheint irgendwas zu sein. Es geht nicht direkt weiter, aber da scheint irgendwie vielleicht ein Item oder sowas zu sein. Okay, so. Ein Stein. Hä? Oho, mit einem Kissen. Achso, okay. Na, warum nicht? Befreien wir das Kissen. Kann nicht schaden. Ein Kissen mehr ist immer gut. In diesem Wald gibt es vor allem sehr viele Kissen. Insofern sollten wir auch alle befreien. Ansonsten muss ich mich später hier wieder zurechtfinden und die ganzen Kissen retten. Das sind ja mittlerweile, ich glaube, 11 Stück waren das, ne? Auf jeden Fall viele waren das. Oh ja, der Somnambwald. Wenn man in der Traumwelt ist, ist es phänomenal schön. Wo komme ich denn hin, wenn ich das benutze? Ach, dann komme ich hier unten hin. Aha, oh, schaut mal, ein Traumspieler. Kann ich da... Ich kann aber dran vorbeilaufen, finde ich sehr gut. Okay, wo bringt mich das hin? Ah, hier hin, jetzt noch ein Traumspieler. Okay. So, ich könnte jetzt nochmal... Sehr schön. Es ist nicht wirklich schwer, den Gegner hier auszuweichen, Gott sei Dank. Wo führt mich das jetzt hin? Wahrscheinlich da hoch. Ja, die Röhren folgen ihrem Lauf auch. Oh, was ist denn das da oben? Nein, Luigi! Luigi! warum ist Mario nicht gesprungen dieses Mal? Oh, okay, zwei Pflanzen. Die sind sogar mal langsamer als ich. Wie wir den Traumball. Ich will mal den Traumwald so ausführen, dass heute Gegner Schaden von dem ganzen Zeug bekommen. Oh. Ich habe leider zu spät angeguckt gerade eben. Aber das war schon relativ viel Schaden, wenn ich ehrlich bin. Hä? Oh, ich muss weglaufen. Ja, okay. Okay, ich schätze, das ist pures Ausweichen hier. Aber da kann ich diese Kugel irgendwie zurückbefördern, indem ich von unten dran springe. Das ist möglich auf jeden Fall. Naja, machen wir mal Traumball. Gucken, ob die das nochmal aushalten. Ich bin mir ziemlich in eine einfache Traumkugel hätte auch gereicht, um sie nochmal zu erledigen, aber ja, hat gereicht. Da hätte wahrscheinlich sogar ein Hammer gereicht. Oh, die Gegner waren das nicht so stark. Die hat aber einfach auszuweichen. War aber kreativ, muss ich sagen. Habe ich noch nicht gesehen in dem Ausmaß, was Gegner angeht. Ja, und das müssen wir Mario da hoch befördern, weil der gerade eben nicht hinterher kam. Der sprang halt nicht. Warum gehe ich eigentlich gerade nochmal hier lang? Ich muss einfach die Röhre da oben nehmen. Das glaube ich zumindest. Wenn ich jetzt diese Röhre benutze, komme ich da wahrscheinlich... Ah, warte. Ah, nein, die Röhre da oben muss ich benutzen. Verstehe. Ich muss jetzt wieder da hochgehen. Ah, das war ein dummer Fehler meinerseits. Ich war schon auf dem richtigen Weg irgendwie. Aber hab's irgendwie doch falsch gemacht dann. Naja. Macht ja nichts. Es ist ja nicht so, als würden wir hier irgendwie unter Zeitdruck stehen. Ich habe alle Zeit der Welt. Dann hier durch. Und da rein. Und schon haben wir das Ganze hier geschafft. Und der Kiso wäre gerettet. Ach, er grinst, er ist fröhlich. Schaut ihn euch an, er lacht. Kiso gerettet 35. Ey, was, bei wie vielen kriege ich nochmal ein neues Item? Ich glaube, bei 37 war das gewesen, oder? Ich glaube es zumindest.
Och, geht's das? Ich bin schon müde. So früh am Tag, es ist erst 19.15 Uhr. Hm? Ach so. Hurra! Ich kann mich bewegen. Endlich bewege ich mich wieder. Danke, meine Retter. So lange verstanden zu sein, das war eine harte Prüfung. Für meine Rettung stehe ich tief in eurer Schuld. Und der... Oh. Ich kann da anscheinend nicht mehr runterlaufen. Und der gute Traumswurf wird uns da auch eine Belohnung auf mich entgegenkommen lassen. Ah nein, die Bienen! Die Bienen! Hm? Ja, was ist hier? Der Maulwurf geht halt weg. Ich weiß jetzt nicht genau, was das eigentlich jetzt besonders, was das so besonders dran war. Na egal. Laufen wir aber weiter. Also bis jetzt sieht der Wald auf jeden Fall schon mal bombastisch aus. Die, also sehr schön auf jeden Fall. Oh, an dem vorbeizukommen wird schwierig. Oh, nee, doch nicht. Hier gibt es nebenbei ein Item. Aber da komme ich nicht dran, oder? Ach doch, doch, ich muss auf der anderen Seite anscheinend dran gehen. Okay. Kann ich von hier dran? Nee, anscheinend nicht. Und das hier befördert mich wahrscheinlich weiter. Okay, ich verstehe, wie das funktioniert. Oh, 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 Spiel. Oh. Oh, das war unfair. Wobei, vielleicht muss ich das doch so machen. Ich müsste nur aufpassen, dass mich der Wind nach unten nicht erwischt, damit ich wieder nach unten gehe. Verstehe schon. Verstehe. Und weg damit. Ach so, genau. Habe ich kurz gefragt, wie ich hier weiterkomme, aber naja, war ja eigentlich klar, wie das gehen kann. Und dann kann ich von hier aus wahrscheinlich mit einer Wirbelattacke, ne, dem Wirbelsprung hinten an das Attackenfragment drankommen. Genau. Erstes Attackenfragment erhalten. Sehr schön. Und zurück. Und darüber. Und da weiter geht's. Oh. Oh, sehr schön. Das war anscheinend nicht richtig. Ich schätze mal, ich müsste da noch nach oben kommen, bitte, hä? Einen Moment. Dankeschön. Ah, verdammt, da werde ich wieder. Irgendwann. So, jetzt kriegt mich der Wind bestimmt nicht. Schnell genug sein. So, funktioniert das jetzt wenigstens? Ja, das funktioniert sehr schön. Gefällt mir, dass die Level werden langsam etwas anspruchsvoller, als sie es am Anfang immer waren. Naja, man sieht, dass wir uns am Ende nähern im Spiel. Es wird schwerer. So, hier ist noch ein Luigi-Block mit einem Ultrapilz drin. Und weiter geht's. Oh nein, eine Weggabelung. Auf der Karte. Schaut nach unten. Biene. Geh weg. Niemand mag Bienen. Oh, dass das so weit geht mit dem Drehen. Ich weiß nicht. Will ich hier nach rechts oder links gehen? Das ist eine gute Frage hier. Vielleicht kann ich eine Seite so gar nicht betreten. Ne, wir werden es ja gleich sehen. Ich gehe mal gerade rechts lang. Und es ist eine Weggabelung. Wie gravierend die im Endeffekt sein wird, das werden wir ja noch sehen. Wartet, das ist... Das ist ein Kissenmeister. Auch sie wurden Opfer der Versteinerung. Der Tempel. Um ihn zu betreten, müssen wir diesen Kissen retten. Ihr müsst einen Weg dort hinauf finden. Okay, okay, verstehe. Also werden wir jetzt, weil er ja auch gesagt hat, da er gesagt hat, dass es ein Kissenmeister ist, wird es in diesem Spiel mehrere Kissenmeister geben. Also werde ich wahrscheinlich im Endeffekt mehrere Kissenmeister retten. Hätte auf den Wind achten sollen. Werde ich im Endeffekt also mehrere Kissenmeister retten müssen.
um den Tempel zu betreten und dann kann ich im Tempel dann tun, weswegen ich hier bin. Okay. Habe ich verstanden, soweit. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Dann drüber. Oh nein, Bienen! Bienen! So. Ah, das ist das Attackenfragment. Ich dachte, dass der Weg würde mich jetzt zu den Betten, dem Kissenmeister bringen. Genau so heißen die Kerle. Naja, dann gehen wir eben einen anderen Weg. Ich schätze mal, ich könnte mich mit dem Propeller eventuell hinbringen lassen. Naja, vielleicht, weiß nicht. Aber ich war noch gar nicht da unten gewesen, oder? Ja doch, hier unten war ich noch gar nicht. Hier ist noch ein Kissen. Ach Gott, sind hier viele Kissen. Naja, retten wir auch mal das Kissen. Wir müssen dann nicht nur den Kissenmeister retten. Mal schauen, dass hier das so ein Raum Traumwelt ist. Ist es so eine? Ich weiß nicht. Sehen wir gleich. Und Spiel. Oh, ich brauche Lysis Fähigkeit mit dem Zeitzeug. Mal gucken. Karte. Ah ne, es ist ein langer Raum. Verstehe. Okay. Verstehe, okay, das hatten wir schon mal gehabt. Schnell. Oh Gott, war ich schlecht. Bitte, Spiel. Ach Gott. Trotz des vielen Versagens habe ich es irgendwie geschafft. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das trotz des vielen Versagens geschafft habe, aber ja, das Spiel war sehr tolerant mit mir gerade. Kiste gerade 36. Aber das war ein schöner Raum, hat mir gefallen. Vielleicht etwas zu tolerant, weil mehrere Versuche einem hier definitiv nicht schaden. Aber okay. Ich will jetzt nicht Nintendo sagen, soll das Spiel schwerer machen. Das ist schon okay so. Lieber zu einfach als zu schwer. Danke. Ich war versteinert. Gefangen in einem Stück Albtraum, jawohl. Ich frage mich, ob die anderen auch versteinert waren. Ja, das waren sie, mein armer kleiner Freund. All deine Freunde sind Opfer einer tyrannischen Tat geworden. Und wir sind dabei, diese Tat ungeschehen zu machen. Wir, das Team von Mario. Oder so. So, ich schätze mal, ich soll jetzt da ganz nach hinten gehen, wo der Propeller war. Und mich dann von dort aus rüberschieben lassen. Ich schätze, das wird so das sein, was ich jetzt hier tun soll. Oh, das sieht mir... Nein, Biene. Oh Gott. Das sieht mir sehr raisonabel aus, wenn ich ehrlich bin. Okay. Klappt das? Ja, es klappt. Wunderschön. Und da ist der Kissenmeister. Ob das eine längere Traumwelt wird, ich weiß es nicht. Wenn wir diesen Kisso retten, können wir also in den Tempel. So ist es. Dieser Kisso hat eine Verbindung zu den Göttern. Er ist einfach der Kissenmeister, der Wächter dieses Tempels. Ohne seine Hilfe wird uns der fast im Tempel verschlossen bleiben. Also gibt es doch nur einen? Da gibt es wohl doch nur einen. Mario, Luigi, retten wir diesen Kissenmeister. Und gut, an die Arbeit. Es lädt. Und schöne Musik setzt ein. Ja. Hallo Luigi. So, mal gucken. Karte. Na, auch nur ein Raum. Anscheinend sind das alles hier nur ein Räume. Ein Raum, Dinger. Drauf stehen kann ich nicht, was genau diese Pflanzen wohl sind.
Oh, hier geht's irgendwas mit Gravitation anscheinend wieder. Oder doch nicht? Hm. Ah doch, hier ist das Neues mit Luigi wieder. Hm, eine weitere Luigi-Sion. Werde eins mit mir, mit ihr. Ach, mit mir. Schade, bitte. Ja, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Weißt du was? Ich drücke L. Ich darf nicht. Ich muss R drücken. Die Form der Luigi-Sion erinnert wie irgendwie an einen Propeller. Dieser Propeller ist verdammt sexy. Ich finde diesen Propeller gerade sehr sexy. Ja, und was genau... Was? Hä? Natürlich, du kannst die Kraft des Windes nutzen, damit Mario an der Wand nicht mehr ob... Was? Wieso? Wieso? Also, dass du dieses Nase trittst, hat der Propeller. Das bedeutet, dass... Genau, vielleicht stopfst du den Propeller an, wenn du das Nase drückst. Warum? Warum? Und so komme ich an das Hindern dran. Verstehe, okay. So, lass mal der Wind aus. Dankeschön. So, wie komme ich jetzt da oben dran? Ach so, ich verstehe schon. Oh, dann kann ich hochkrabbeln, verstehe. Und wo ist das letzte Teil? Na, da oben. Verstehe. Also der Propeller ist definitiv interessant. Eventuell kann ich mit dem viel anstellen. Kiste gerade 37. Oh Gott, hat. Was ist mit dem los? Der sieht so komisch aus. Halbwolke mit einem Bart und gelb. Keine Ahnung, was das sein soll. Also. Die würden natürlich gleich eine Rede wieder halten. Schätze ich mal. Ah, das Leben kehrt in mich zurück. Ich entbiete euch meinen Dank. Ich bin ein Kissenmeister, einer der Wächter dieses Tempels. Also gibt's doch mehrere, nicht nur eine. Seid ihr gegrüßt, Meister. Prinz Traumbett, seid ihr vom Schicksal unseres Volkes verschwunden geblieben? Nein, so war es nicht. Auch ich wurde von Mario seinen Freunden in die Wachwelt zurückgeholt. Oh, ich verstehe. Meister, es ist unverzichtbar, dass wir den Tempel erreichen. Wer werdet ihr uns helfen? Zum Tempel also. Ich verstehe eure Lage. Also gebe ich euch dies. Es wird euch auf den Pfad zum Tempel führen. Du hältst einen Somnamstein. Seid bedankt, Meister. Wisst, dass es noch andere von meiner Sorte gibt. Und sie wurden ebenfalls versteinert. Ihr müsst auch sie aus ihren felsigen Verliesen retten. So ist es. Mario, Luigi, wir müssen die anderen Kissenmeister retten, um einen Weg in den Kissentempel zu finden. Wäre noch ganz toll, wenn der uns gesagt hätte, wie viele es von den Kerlen eigentlich gibt. Naja. Es ist eine Sache, die wir das nächste Mal irgendwie lösen können. Und zwar wirklich nächstes Mal. Denn das war's für heute. Insofern, Arrivederci, bis zum nächsten Mal.